Wunsch euch auch zukommen lassen kann, praktisch nicht zu öffentlichen Durchsehen oder Verteilen, sondern einfach nur für die Leute, die hier heute mit dabei sind oder an eure Freunde und Bekannten, beziehungsweise Teilnehmer, die heute dann nicht mitmachen konnten, direkt bei uns. Все, я готов, можно начинать. Приветствую вас, друзья. Ich grüße euch, liebe Freunde. Меня зовут Огонь Сварк Владимир. Я верховный волк родового огнища. Ich heiße Огонь Сварк Владимир. Ich bin der Oberpriester des родового огнища. Man kann das auf Deutsch so übersetzen wie das. Президент Международной ассоциации саморазвития целительства Живоярга. Die Flamme des Stammes und auch der Direktor praktisch oder der ja, Leiter der internationalen Schule für Selbstbewusstsein und für Selbstentwicklung Живоярга. Благодарю за приглашение пообщаться. Danke für die Einladung uns sich hier zu unterhalten zu hören. И сегодня я хотел бы поговорить о Живоярге и рассказать вам об этой системе. Und heute möchte ich euch über das Живоярга etwas erzählen, beziehungsweise auch euch das System erklären und beschreiben. Когда мы говорим о Живоярге, то есть это система саморазвития духа, души и тела. Wenn wir über das Живоярга sprechen, ist es ein System zur Selbstentwicklung der Seele, des Geistes und des Körpers. Ну, когда мы говорим о наших общих предках, ариев, мы говорим о том, что они в свое время шли из севера, и они проходили среднерусскую равнину, и потом они дошли до Индии. Поэтому есть та часть людей, которые, ну, как бы я принадлежу к тем родам, которые сохранили ту ведическую традицию, которая со временем арийская, она стала вот славянской на землях Руси, на изначальной Киевской Руси, которая сейчас уже называется Украиной. Und wenn wir über unsere Vorfahren, die Arier, sprechen, da sie, wie man das annimmt, beziehungsweise auch Belege dafür hat, aus dem Norden, praktisch aus dem hohen Norden, nach und nach in die südlichen Regionen abgewandert sind und auf dem ja, russischen Territorium sich auch teilweise niedergelassen haben und bis nach Indien runtergewandert sind, ist Wladimir praktisch einer der Nachfahren auch dieser Tradition und Nachfahre dieser Stämme und Familien, die dann dieses Wissen über die Jahrhunderte mitgetragen haben und jetzt auch weiter kultivieren und praktisch auch die Leute darin unterrichten. Благодаря цепи ученической преемственности родения Сварожа Огнища Родового, эти знания передавались из поколения в поколение, и они прошли на протяжении сотен лет. Вот сегодня у нас на календаре 7529 год в нашей традиции. Und dank der ja, Überlieferung von Generation zu Generation stehen wir jetzt da, also dem slawischen Kalender nach im Jahr, какой еще раз год? 7529. Im Jahr 7529 praktisch. Es ist ja in jeder Kultur eine eigene Zählung, ein eigenes Kalender. In der slawischen Kultur haben wir also dieses Jahr. Und wie gesagt, Wladimir ist auch einer der Nachfolger und ist ein Stammespriester in Generation praktisch. Von seinen Vorvätern und Urvorvätern wurde dieses Wissen bis zu der heutigen Zeit bis an ihn weitergereicht. Поэтому это очень древняя система, которую мы как бы для себя называем, праматерью йоги. И сегодня йога, она такая многопроявная, поэтому можно ее назвать славянской йогой, славянской раджа-йогой. Und das ist praktisch auch die Urmutter des Yoga, weil praktisch aus diesen Quellen, aus diesen Ursprüngen alles entstanden ist. Und man kann das Живоярга sogar so als das slawische Yoga bezeichnen. Weil das Yoga ja heute sehr, sehr vielfältig ist, bleiben wir praktisch sehr, sehr nah am Ursprung. В основе системы лежит работа с энергией жизни, с энергией творения, которую кто-то называет прана, ци, ки или другими именами.
Die Grundlage, womit wir arbeiten, ist die Energie des Lebens, praktisch Lebensenergie, die in manchen Traditionen Zi oder Chi oder Prana bezeichnet wird, in der slawischen Tradition als die Jiva oder die Jiva-Kraft. Ну и ярга, то есть ярга и йога, то есть это фактически синонимы. Яр – это свет, га – дорога, гоу, да, то есть дорога света или путь к свету, путь к просветлению. Und wenn wir das Wort Jiva Yarga, das System, also beiden Worte erklären, Jiva haben wir jetzt gerade gesagt, die Lebensenergie und Yarga, analog zum Yoga. Yar ist das Licht und Ga ist der Weg, praktisch, so wie im Wort gehen, geht. Und Yarga wäre praktisch dann der Weg zum Licht. Ну, и если в телесной практике как бы, работа с телом, она во многом похожа с йогой, то медитативная практика очень значительно отличается. Und wenn wir praktisch in der körperlichen Arbeit ist das System Jiva Yarga sehr, also ähnelt dem indischen Yoga, ist dann wiederum die Arbeit mit den mentalen Feldern und die feinstoffliche meditative Arbeit, die unterscheidet sich dann praktisch vom klassischen Yoga. На самом деле, когда мы говорим медитация, то это очень широкое понятие, похоже как наука, и поэтому каждый под медитацией может понимать очень разные практики и способы их соединения. Und wenn wir über das Wort Meditation sprechen, ist es sehr, sehr vielfältig. Man kann auch Meditation praktisch mit einer Wissenschaft gleichsetzen, beziehungsweise Meditation als Wissenschaft sehen. Und aus diesem Hintergrund heraus gibt es dann natürlich auch sehr, sehr viele Herangehensweisen. Главная цель – это духовная, телесная самореализация, которая проявляется как просветление, как гармония духовного и материального. Das wichtigste Ziel ist praktisch die körperliche, seelische und spirituelle Realisation, die aus der Harmonie des Körpers und Geistes und aus der Harmonie der Einheit mit dem Universum entsteht. При этом, когда мы говорим о способе восприятия действительности, то, если вы задумаетесь, у человека есть три способа восприятия действительности, когда он воспринимает себя «я» отдельно и «мир» отдельно. Und wenn wir über die Wahrnehmung sprechen, hat der Mensch drei unterschiedliche Herangehensweisen zur Wahrnehmung. Das ist zum Ersten, wenn der Mensch sich selbst und das Universum als etwas Getrenntes betrachtet. Таким образом, между собой и окружающим миром человек ставит какие-то ограничения. Обычно это свои мысли, образы. Aus diesem Hintergrund heraus setzt der Mensch zwischen sich und seiner Außenwelt, seiner Umgebung bestimmte Grenzen. Und in den meisten Fällen sind diese Grenzen die eigenen Vorstellungen und Gedanken über die Welt. И как вы знаете из квантовой физики, что если у человека в голове ограничивающие образы, ограничивающие эмоции, у него начинают формироваться ограничивающие модели поведения. Und wie ihr das oder wie man das aus der Quantenphysik weiß, wenn der Mensch begrenzte oder eingrenzende Gedanken, Sinnbilder hat im Kopf, beginnt es sich so auf seine Verhaltensweise, auf seine Handlungen sich umzusetzen, dass in seiner Verhaltensweisen auch begrenzt ist, kann man so sagen. И когда человек этого не осознает, он через свои мысли, через свои эмоции, через свои модели поведения, он фактически сам является для себя творцом своих болезней, своих жизненных трудностей и тех проблем, которые у него возникают в жизни. Und wenn dem Menschen das nicht bewusst ist, dann lebt praktisch so vor sich hin und ist letztendlich selber der Schöpfer, der Kreierer seiner Krankheiten und seiner Probleme in seinem Leben, also praktisch die durch sein eigenes Denken entstehen. Практика Живаярги учит овладевать своим физическим телом и тонкими телами. Да, die Живаярга-Praxis beziehungsweise das System lehrt den Praktizierenden, seinen Körper besser zu beherrschen und seine Gedanken besser zu beherrschen. И при этом возникает такая ситуация, что мы окружающую реальность начинаем воспринимать как свое собственное тело. Und das, die Folge dessen ist, dass wir unsere Realität und unsere Umgebung beginnen so wahrzunehmen, als wäre das die Fortsetzung unseres Körpers. И благодаря этому у нас возникает такой эффект, что мы начинаем определенным образом контролировать окружающую реальность. Und es tritt der folgende Effekt dann daraus, dass wir zwingendermaßen beginnen dabei, unsere Realität zu kontrollieren.
И таким образом мы можем достигать более гармоничных способов решения и принятия, ну, как бы, правильных действий. Und wir können praktisch so harmonische, ausgeglichene gewisse Taten umsetzen, gewisse Ideen und Entscheidungen treffen. Ну, давайте мы сразу как бы чуть-чуть попробуем, сделаем такую какую-то практическую, простую, очень простую практику. Wir machen das praktisch so, dass wir gleich eine Praxis dafür, eine ganz kleine, einfache Praktik dafür ausprobieren, um das besser verstehen zu können. А потом попробуем уже дальше об этом поговорить. Und danach sprechen wir natürlich darüber weiter. Расфокусируйте внимание на своей коже. Streut die Aufmerksamkeit auf eure Haut. Глаза держим закрытыми, таким образом, чтобы наше сосредоточение было более глубоким. Wir halten die Augen geschlossen, damit unsere Konzentration darauf tiefer und besser ist. При этом мы воспринимаем все свое тело, всю свою кожу, как бы в целом, как вот в объеме. Und wir nehmen dabei unsere ganze Haut wahr, praktisch im ganzen Umfang, komplett den ganzen Körper, die Haut, die Oberfläche. Стараемся одновременно воспринимать каждую выемку, каждую впадинку. Versuchen auch jede Delle oder jede Beule, jede Wölbung wahrzunehmen. И вот сейчас мы одновременно удерживаем все свое тело, причем стараемся как бы воспринимать точка восприятия где-то, пусть будет у нас где-то между лопатками, так что мы вот точка сборки воспринимаем в целом тело. Und wir nehmen den Körper auch wiederum ganzheitlich wahr, die ganze Hautoberfläche. Und это будет такая расфокусировка, и держим эту расфокусировку. Und halt ein Teil der Aufmerksamkeit beziehungsweise das Zentrum ist ungefähr zwischen den Schulterblättern. Da nehmen wir uns den Punkt, wo wir uns auch besonders darauf konzentrieren beziehungsweise auch diesen Umfang schließen zwischen den Schulterblättern. И сейчас лучом концентрации прикоснитесь к своему лицу изнутри. Und versucht jetzt aus diesem Inneren heraus mit einem Lichtstrahl der Wahrnehmung das Gesicht von innen anzufassen. То есть мы держим два процесса. Одновременно расфокусировали на коже и прикасаемся изнутри своим вниманием, своей концентрацией, как бы вот костям лица изнутри головы. Und wir halten praktisch zwei Prozesse gleichzeitig im Kopf. Das erste, das Defokussieren, das Verteilen der Aufmerksamkeit auf der ganzen Hautoberfläche. Als zweites, wenn Lichtstrahl vom Inneren, der praktisch den Schädelknochen von innen oder die Haut von innen am Gesicht abtastet. Сейчас попробуйте своим вниманием расшириться где-то до 50 сантиметров. Versucht jetzt euch am Umfang zu vergrößern, ungefähr 50 Zentimeter größer zu werden. Такое ощущение, что мы расширяемся, но именно ощущение, а не визуализационный образ, именно ощущение. Ein Gefühl, also ein Gefühl muss vorhanden sein, also weniger die Visualisierung, ein Gefühl, dass man größer geworden ist. Сначала расширяемся 50 сантиметров. Это граничное эфирного тела, максимально граничное расширение, может до 50 сантиметров достигать. Das ist die maximale Ausbreitung unseres ätherischen Körpers, also das kann bis zu 50 Zentimeter, also von der Hautoberfläche die Entfernung sein, und wir breiten uns praktisch jetzt in diesem Umfang aus. Теперь начинаем расширяться 10-15 метров. Jetzt gehen wir noch weiter auseinander, 10 bis 15 Meter groß im Radius. Это эмоциональный слой, то есть или астральный слой. Das ist unsere emotionale oder die astrale Ebene. Но не просто расширяемся визуализационно, а как бы чувствуем, должно возникнуть вот это ощущение, что наши плечи дотрагиваются до стен, голова до потолка. Und das ist, muss auch wiederum nicht Visualisation sein, sondern speziell das Gefühl, dass wir die Wände beginnen zu spüren, die Decke in der Wohnung beginnen zu spüren. Удерживая вот это расширение, подумайте сейчас о тех вещах, которые находятся фактически внутри вас, внутри вашего поля. Und wenn ihr diese Aufmerksamkeit hält, dass dieses Gefühl hält, versucht auch alle Gegenstände mit wahrzunehmen, die sich innerhalb dieses Feldes, die sich innerhalb eures Kraftfeldes befinden. Подумайте сейчас о телефоне или о вашем ноутбуке, через который вы сейчас смотрите. Und denkt an euer Smartphone oder an euer Notebook, das ihr jetzt gerade für die Veranstaltung benutzt. Мы одновременно удерживаем расширение,
и подумав об этом предмете, поймайте ощущение в теле, что вот ноутбук или смартфон, есть от него ощущение в теле. Und indem ihr diesen großen Umfang hält, die ganze Wohnung wahrnimmt, versucht in eurem Inneren, also da ist wie so ein Taststrahl von dort heraus, versucht dieses Mobiltelefon oder das Notebook wahrzunehmen, zu spüren dabei. Подумайте еще о каком-то предмете, который для вас важен, который в доме стоит. Может быть, сейф, может быть, какое-то трюмо, там что-то такое важное и ценное. Vielleicht habt ihr noch einen sehr wichtigen, kostbaren Gegenstand in der Wohnung, ein Schließfach oder eine Möbel, eben so einen kleinen Schrank oder sowas, oder einen anderen Gegenstand. Что-то, что находится именно в этой комнате сейчас. Ein Gegenstand, der sich gerade auch im Zimmer befindet. Удерживая расширение, почувствуйте отклик в теле от этого предмета. Und indem ihr dieses Ausbreiten hält, versucht, die Resonanz bzw. die Rückantwort von diesem Gegenstand zu spüren und wahrzunehmen. Очень хорошо, теперь расширяемся 1-2 километра. Jetzt gehen wir noch weiter auseinander bis 1-2 Kilometer. Стараемся взять внутрь самого себя целый квартал. Wir versuchen praktisch ein ganzes Viertel mit in uns aufzunehmen. Очень важно не представлять, а именно чувствовать. Es ist wichtig, wiederum nicht vorzustellen, sondern tatsächlich zu spüren. И вот сейчас, когда мы расширены 1-2 километра, почувствуйте сейчас, вот почувствуйте, но не думая об этом, где находятся люди в окружающем вас мире, в доме, в квартирах вокруг вас, где машины припаркованы, где есть пустая парковка. Почувствуйте, что вы это можете чувствовать. Und spürt, dass ihr es wahrnehmen könnt, wo irgendwo ein freier Parkplatz ist, wo sich Autos bewegen, wo sich Menschen bewegen, wo sich Menschen in Wohnungen oder halt in Zimmern befinden, nicht vorstellen, nicht mit den Gedanken, sondern tatsächlich mit einem Gefühl. Теперь мы начинаем расширяться еще шире, до уровня планеты Земля. Wir gehen jetzt noch weiter auseinander bis zu der Ebene der ganzen Erde, des ganzen Planeten. Мы все равно видели когда-то глобус, как-то представляем, как это выглядит, поэтому расширяемся так, чтобы мы были такими широкими, как планета Земля. Und ihr kennt alle die Erde, wie sie aussieht ungefähr. Jeder von euch hat einen Globus gesehen und wir stellen uns den ganzen riesigen Planeten vor und dass wir so groß sind, jetzt gerade jeder Einzelne wie der Planet. При этом стараемся почувствовать, а не представить головой в виде визуального образа. Und wiederum keine Visualisation, keine Gedanken, sondern das Gefühl, das Spüren aufbauen dabei. И вот теперь начинаем расширяться. Это была граничная граница ментального образа. И теперь мы начинаем расширяться шире ментала, шире ментальной оболочки. Как газ расширяется в космосе. Das war die Ebene des Mentalfelds und der maximale Umfang des Mentalfeldes. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und breiten uns praktisch ins Weltall aus, nach allen Richtungen. Начинаем расширяться еще шире, еще шире. Und werden noch breiter und noch breiter. Бесконечно вверх, бесконечно вниз. Zur Unendlichkeit nach oben, zur Unendlichkeit nach unten. Влево, вправо. Nach links, nach rechts. Вглубь себя, от грубого к тонкому. Auch in sein inneres, in sein tiefes Inneres hinein, vom Feinstofflichen zum Grobstofflichen. Еще шире, еще шире. Und noch breiter, noch weiter. И вот сейчас где-то планета Земля находится внутри вас, как где-то маленькая точка. Und jetzt spürt ihr den Planet Erde tief im Inneren von euch wie einen kleinen Punkt. И вот когда у вас есть какие-то трудности во взаимоотношениях. Und wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten haben solltet in einer Beziehung vielleicht. Или, возможно, у вас есть трудности какие-то на работе. Oder ihr habt Schwierigkeiten irgendwo am Arbeitsplatz. Или с вами случаются какие-то жизненные ситуации или события. Oder irgendwelche anderen Situationen, Ereignisse treten in euer Leben. Почувствуйте, что это внутри вас, это частички вас. Und fühlt es so, dass es in eurem Inneren passiert und das sind Teilchen von euch. А если это сейчас частички вас, и они с вами связаны? Und wenn das kleine Teilchen von euch sind, die auch mit jedem von euch verbunden sind? Если вы будете осознанны, вы сможете почувствовать. Und wenn ihr bewusst seid, könnt ihr es auch spüren. Те или иные события. Die einen oder anderen Ereignisse. И если нужно, то на них и повлиять. Und wenn es sein muss,
habt ihr auch die Möglichkeit und die Kraft darauf einzuwirken. Делаем вдох-выдох. Wir atmen ein und aus. И просто открываем глаза. Und öffnen einfach die Augen. Когда мы открываем глаза, мы переходим в свое привычное состояние сознания. Wenn wir die Augen wieder öffnen, sind wir in einem gewohnten Bewusstseinszustand. Давайте мы постараемся осознать, что мы только что с вами сделали. Und lasst uns dann erkennen, uns bewusst machen, was wir gerade gemacht haben zusammen. Мы сначала почувствовали свое физическое тело. Wir haben zuerst unseren physischen Körper gespürt. Это очень плотный уровень энергии. Das ist eine sehr dichte Energieebene. Поэтому обычно не хватает внимания, чтобы охватить его абсолютно все. Каждую выемку, каждую впадинку, каждую точечку. Also normalerweise oder üblicherweise machen wir das nicht, beziehungsweise haben auch nicht immer die Aufmerksamkeit, dass wir praktisch jede Körperkurve, jede Hülle, jede Delle des Körpers, also jeden Teil auch gleichzeitig wahrnehmen. И у нас получается, что мы как-то как сканером, то там, то в одном месте, то в другом. Und weil wir es nicht gleichzeitig, наше внимание было. Weil wir nicht gleichzeitig den ganzen Körper wahrnehmen können, ist es bei uns so ähnlich wie beim Scanner, dass wir entweder oben, unten, vorne, beziehungsweise nur einen kleinen Bereich, nur einen Teil wahrnehmen. Потом мы вместе с вами попробовали соединить, и я думаю, что у многих получилось, расфокусировку, то есть, когда мы расфокусированы и одновременно сконцентрированы. Расфокусировка была на коже, а концентрация, когда мы прикасались изнутри к лицу. Und dann haben wir gleichzeitig defokussiert, die Aufmerksamkeit gestreut, auf den ganzen Körper verteilt, gleichzeitig aber wiederum fokussiert bzw. konzentriert, wo wir die Innenseite des Gesichts dann angefasst haben. То есть мы с вами соединили два процесса. Wir haben zwei Prozesse verbunden. Расфокусировку и концентрацию. Also dieses Defokussieren und Konzentration. Если вы вспомните, обычно в медитациях люди или расфокусированы, или наоборот сконцентрированы. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, ist in der Meditation meistens so, entweder ist man gestreut die Aufmerksamkeit oder konzentriert. Если мы расфокусированы, мы видим все в целом. Wenn wir das defokussieren, streuen, sehen wir alles als Einheit. Но ни на чем конкретно не сосредоточены. Aber konzentrieren uns nie auf nichts Konkretes dann dabei. Если мы концентрируемся на чем-то конкретном, und wenn wir uns auf etwas Konkretes konzentrieren, то у нас как бы становится зашоренное видение. Мы только это видим, но ничего вокруг уже не видим. Haben wir sowas wie Scheuklappen. Wir sehen praktisch nur diesen einen Gegenstand, nur einen kleinen Teilbereich, aber sehen alles um das andere herum nicht mehr. Когда человек заболел, он сконцентрирован на своей болезни и ничего вокруг не видит, не осознает. Wenn der Mensch zum Beispiel krank ist, ist er nur auf seinem Problem, auf seine Krankheit fokussiert und sieht darum herum dann nichts mehr. То есть, если у него трудности во взаимоотношениях, с финансами, любые трудности, это приводит к сужению его восприятия действительности. Wenn er irgendwo Probleme hat in seiner Beziehung, Finanzen oder Job, dann ist es auch hier das gleiche Prinzip, dass er halt nur dieses Problem sieht, und nur sehr, sehr kleinen Teilbereich des Ganzen sieht und sich nur darauf fokussiert. Но мир многовариантен. Одновременно в мире присутствует множество вариантов решения одних и тех же самых задач. Aber die Welt ist mehrdimensional und es existiert in der Welt, existieren sehr viele Möglichkeiten, ein Problem zu lösen. Но наша боль, она приводит к тому, что мы вот смотрим только на нее, и как следствие мы не можем шире воспринять действительность. Und der Schmerz, der führt dann dazu, dass wir ganz eng nur diesen Schmerz anschauen und können halt auch keine Lösung finden dafür. Поэтому мы не то, что управлять реальностью, мы даже как бы понять выход из ситуации не можем. Also das, da ist ja dann von der Lenkung und Steuerung seiner Realität gar nicht die Rede, wenn wir auch nicht die einzelne Situation nicht einmal lösen können. И вот мы с вами расширились где-то до 50 сантиметров. Вот. Внимание und стало широтой 50 сантиметров. Wir haben uns dann praktisch auf diese 50 Zentimeter Radius dann ausgebreitet. Это максимальный уровень как бы нашего эфирного тела. Das ist die maximale Ebene unseres ätherischen Körpers. И потом мы расширились 10-15 метров. Und dann waren wir auf 10-15 Meter weiter. Вспомните, как это бывает в жизни. Erinnert euch, wie das im Leben passiert. Вам кто-то смотрит в спину с расстояния 10-15 метров, вы оборачиваетесь и видите, что кто-то на вас смотрел. Jemand schaut auf euren Rücken oder schaut euch von hinten an, ihr dreht euch um und sieht, dass tatsächlich euch jemand anguckt.
Или вот вы заходите в какую-то комнату, в офис, а там люди поссорились. Und ihr geht irgendwie in ein Büro vielleicht rein oder in einen Raum, wo sich Menschen gestritten haben. Они молчат. Die schweigen. Но вы интуитивно чувствуете какую-то тяжесть в воздухе и понимаете, что напряженная атмосфера. Aber ihr spürt intuitiv, dass irgendwie eine Anspannung in der Luft hängt oder ist und ihr spürt, dass da etwas passiert ist. Это означает, что вы эмоциональным своим телом, считали информацию из пространства. Что das heißt, dass Sie mit eurem emotionalen Körper die Information aus dem Raum ablesen könnt. Потом мы с вами расширились 1-2 километра. Dann waren wir auf 1-2 Kilometer sind wir gegangen. Если у вас была хорошая расфокусировка, wenn ihr eine gute Streuung hattet, и вы были именно чувствовали, а не представляли, und ihr habt tatsächlich gefühlt und nicht vorgestellt, то у вас внутри возникло ощущение, где находятся машины, где они припаркованы, где есть люди. Оно было мимолетное, но оно было. Dann habt ihr tatsächlich das Gefühl gehabt, wo sich Autos bewegen oder befinden, wo sie parken, wo sich Menschen befinden. Das war vielleicht also sehr, sehr kurzzeitig waren diese Empfindungen. Das war tatsächlich aber auf der Gefühlsebene. Сознание обычного человека, оно где-то всегда находится на уровне 1-2 километра. Das Bewusstsein eines Menschen ist ungefähr auf dieser Ebene zwischen 1 und 2 Kilometern. И в то же время нам приходилось слышать расширение сознания. Все духовные практики говорят: расширь свое сознание. Und alle ja, geistigen Praktiker, Führer, also viele Lehrer sprechen über die Erweiterung des Bewusstseins praktisch. Das hört man auch sehr, sehr oft. И это что-то какое-то такое философское, das которое ни о чем не говорит. Etwas Philosophisches, was auch über nichts aussagt. Вот сейчас, как бы благодаря расширению, получается, что мы можем становиться более интеллектуально умнее, и самое главное, у нас появляются чувствования и определенный контроль реальности. Und dass wir, also jetzt praktisch haben wir das alle ausprobiert, dass wir durch dieses Ausbreiten intellektuell auch klüger geworden sind und auch ein besseres Gefühl entwickeln konnten, um das, was um uns herum passiert. Есть те люди, которые занимаются ну, сильной интеллектуальной деятельностью, и тогда они могут мыслить еще более шире, и тогда их восприятие действительности может доходить до уровня вот как планета, да, то есть они очень широкие проекты могут воспринимать. Es gibt Leute, die sich sehr, sehr intensiv intellektuell betätigen, praktisch sehr viel denken, sehr viel überlegen, und das ja, Mentalfeld wächst tatsächlich auf die Größe der Erde aus. Also da sind Leute, die sehr große Projekte auch stemmen können, beziehungsweise auch an sehr großen Projekten arbeiten. Все это связано с тем, что как бы наше ментальное восприятие, оно обычно вот до уровня планеты Земля, а дальше, ну как бы это уже тоже как-то можно представлять, что там есть, но это нереально, мы его как-то не можем осознать. Und das hängt damit zusammen, dass unser Mentalfeld tatsächlich bis auf die Größe der Erde auch wirken und funktionieren kann und die Information aufnehmen kann, aber weiter darüber hinaus auch in sehr seltenen Fällen bei wenigen Menschen praktisch bis ins Kosmos oder ins Universum raus. Но все равно это очень широкий уровень. Aber das ist tatsächlich auch eine sehr ja, breite, umfangreiche Ebene. Если тогда, когда вы находитесь в состоянии стресса, und wenn в состоянии ihr боли или проблемы, zum Beispiel in einem Zustand von Stress befindet oder irgendein Problem verspürt, вы смотрите на ситуацию с этого расширенного уровня, ihr seht auf die Situation aus dieser breiten, auf dieser breiten Ebene. Вы все равно можете видеть выход из жизненной ситуации, понять, как это решить. Und wenn ihr das aus dieser Ebene betrachtet, seht ihr eher eine Lösung dafür oder habt ein Verständnis dafür, wie man diese Situation lösen kann. Это может, можно сравнить с тем, что в лесу вы стоите и смотрите на дерево и ничего не видите, не видно, куда идти. Und das широкое дерево, дуб. Kann man auch vielleicht damit erklären oder ein Beispiel bringen oder vergleichen, wenn ihr im Wald steht und ein Baum vor euch habt und praktisch dann wegen dem Baum gar nichts sieht. Если мы чуть-чуть отошли от дерева, то мы уже можем видеть тропинку между деревьями. Wenn wir uns vom Baum zurückbewegen, sehen wir vielleicht die Pfade zwischen den Bäumen. Если подняться гору над лесом, то мы можем видеть этот лес и видеть, куда тропинка идет и куда надо выйти из этого леса. Und wenn wir uns vielleicht auf einen Hügel, auf einen Berg dann bewegen in dem Wald, dann sehen wir praktisch alle Pfade oder viele Pfade und auch, wo die dann hinführen letztendlich. Но если бы мы с вами расширились еще шире, und wenn wir praktisch noch eine Ebene weitergehen gingen und uns noch breiter, noch mehr ausbreiten würden, мы переходим из мира форм в тонкий мир, непроявленный мир.
gehen wir aus der Welt der Formen in eine feinstoffliche Welt, in eine nicht verwirklichte Welt. В непроявленном мире мысль и действие, они идентичны, они тождественны. In dieser feinstofflichen Welt ist der Gedanke und die Handlung unzutrennbar miteinander verbunden praktisch. Das ist dort eins auf dieser Ebene. И на этом уровне у вас возникает потоковое восприятие ситуации, то есть вы интуитивно чувствуете, как принимать правильное решение. Und auf dieser Ebene seid ihr so praktisch im Fluss in eurem Denken und Handeln, ihr spürt intuitiv, wie ihr euch in der einen oder anderen Situation verhalten müsst, ohne nachzudenken. Мы частично бываем в этом шестом слое, когда мы едем на машине. Wir sind ja teilweise oder hin und wieder in dieser sechsten höheren Ebene, wenn wir uns mit dem Auto перебегает дорогу собака или кошка. Wenn wir uns zum Beispiel mit dem Auto irgendwohin bewegen und plötzlich eine Katze oder ein Hund über die Straße springt. И мы ни о чем не думая, легко их объезжаем, эту кошку. Wir denken praktisch an nichts und umfahren diese Katze oder Hund ganz einfach ohne Probleme. Наше действие и реакция, наша мысль, они едины. Unsere Handlung, unsere Reaktion und unsere Gedanken sind dabei praktisch eins. Если бы мы начали думать, налево нам повернуть, направо повернуть, что делать? Wenn wir beginnen würden zu denken dabei in der Situation, sollen wir nach links ausweichen, nach rechts ausweichen, was sollen wir jetzt machen? Мы могли бы совершить аварию, разбить эту кошку. Könnten wir einen Unfall verursachen, die Katze überfahren? То есть получается, что есть еще более высокий уровень восприятия действительности, чем вот это логическое размышление. Das bedeutet, dass es eine höhere Bewusstseinsebene gibt, als die Ebene dieses logischen Denkens. То есть если вы поднимаетесь вот в этот шестой слой, вы начинаете чувствовать, как вам нужно поступить, логически не размышляя. То есть у вас возникает интуитивное, правильное принятие решения. Wenn Sie sich gedanklich, beziehungsweise nicht gedanklich, sondern mit dem Bewusstsein auf diese sechste Ebene bewegen, spüren Sie jedes Mal intuitiv, beziehungsweise auch ständig, wie ihr euch in der einen oder anderen Situation auch richtig verhalten müsst und handelt auch danach. Если подняться еще на один слой выше, Wenn man, вы можете видеть одновременно возможные варианты событий. Они еще не произошли, но вы их можете видеть. Und wenn ihr euch auf die nächste Ebene, praktisch auf die siebte bewegt, seht ihr also diese Vielzahl von Ereignissen und der Vielzahl an Dimensionen und den Ausgang dieser unterschiedlichen Entscheidungen oder Varianten, wie sich die Realität weiterentwickeln kann. Поднимаясь по слоям, в конечном итоге вы можете достигнуть состояния, когда вы и окружающая реальность единое целое. Это состояние просветления. Und wenn ihr euch praktisch so Schicht für Schicht, Ebene für Ebene weiter bewegt, kommt ihr auf einen sehr hohen Bereich, wo ihr praktisch eins mit der Schöpfung seid, beziehungsweise man sagt auch zu diesem Zustand, der Zustand des Erleuchtetseins, also wo dann die Praktiker hinstreben. И вот на пути просветления мы прорабатываем зажатости и распад энергии в нашем теле, и благодаря этому становимся здоровыми. Und auf dieser Ebene der Selbstverwirklichung, wenn wir dann diesen Weg gehen, übertreten bzw. begegnen wir Bereichen, wo unsere Energie zerfallen. Und wenn wir diesen Bereich своими отношениями понимаем, как их наладить или создать новое. Und wenn wir diesen Zerfall der Energie wieder rückwirkend machen können bzw. sammeln können, können wir auch gewisse Situationen verstehen bzw. uns Fähigkeiten aneignen, wie wir positiv und gut aus bestimmten Problemen auch rauskommen können. Находясь в расширенном состоянии сознания, мы можем осознать свое предназначение. Und wenn wir uns auch in diesem Zustand des ausgebreiteten, also des entfalteten Bewusstseins befinden, können wir auch über unsere eigene Bestimmung etwas also herausfinden. И чем нам лучше заниматься для того, чтобы развивать свою душу? Die Bestimmung in dem Sinn, was wir denn am besten machen sollten, um uns spirituell weiterentwickeln zu können. Was uns am besten tut, welche Handlung. И жить здоровой и счастливой жизнью. Gleichzeitig aber auch so ein gesundes und glückliches Leben führen. Если вы задумаетесь, то любая наука – это всего лишь некая форма. Wenn ihr ein bisschen darüber nachdenkt, ist jede Wissenschaft eine bestimmte Form. То есть любая психология – это некая форма, совокупность мыслей, трактований. То есть это некая форма. Zum Beispiel die Psychologie ist eine Form von gewissen Gedanken, Theorien, von gewissen, ja, vielleicht Erkenntnissen.
die zu einem System zusammengefasst sind. Любая схема лечения – это тоже некая форма. Und jedes Schema zur Heilung ist auch eine gewisse Form. Когда мы поднимаемся в мир без форм, мы понимаем причинную суть и как это сделать, и это может как бы быть шире и глубже любой формы. Und wenn wir praktisch uns auf diese höhere Ebene der Nichtformen bewegen, erkennen wir den Sinn, den Hintergrund praktisch und können praktisch aus einer ganz anderen Ebene auch ganz andere Lösungswege dafür finden, die keine Formen sind. Когда мы занимаемся живоярго, в основе лежит, ну, как бы базовая практика. Und wenn wir das Живоярго praktizieren, liegt als Grundlage eine gewisse Praxis. И она абсолютно универсальна для любой ситуации. Ja, Praxis oder Praktik, und diese Praktik ist universal für eine jede Situation. Касается ли это здоровья, отношений, зарабатывания денег или творческого развития, мы с помощью одной и той же практики можем решить трудности. Ob das jetzt dafür dient, die Beziehung zu verbessern, also mehr Geld zu verdienen, praktisch, oder für jede mögliche Sphäre unseres Lebens, für die Gesundheit, kann man mit dieser einen grundlegenden Praxis beginnen. При этом у нас возникает более глубокое понимание самого себя, своего предназначения и то, что хочет от нас Божественный мир. Dabei verstehen wir uns besser, wir verstehen unsere Bestimmung besser und wir verstehen auch besser, was das Universum bzw. der Schöpfer von uns möchte. Жизнь при этом воспринимается как майя, лила, то есть некая божественная игра. Und das Leben nimmt man dann praktisch so wahr wie ein göttliches Spiel, das Lila oder das Maya. При этом внутреннее развитие выступает главными определяющим. Und die innere Entwicklung ist praktisch das, was alles andere darum herum bestimmt. Благодаря которому легко решаются любые наши материальные вопросы. Und aus diesem Hintergrund heraus können wir sehr leicht auch die materiellen Fragen darauf eine Antwort, eine Lösung finden. Ситуация в том, что каждый человек в своей жизни сталкивается обычно с каким-то вот потолком роста. Normal oder üblicherweise ist es so, dass jeder von uns in seinem Leben so eine gewisse Ebene erreicht in seiner Entwicklung, wo er darüber hinaus nicht kommen kann. Например, у человека есть какой-то маленький бизнес. Zum Beispiel, jemand hat ein kleines Business. И у него есть какая-то сумма денег, которую он зарабатывает в месяц и в год. Und hat eine gewisse Summe, die im Monat bzw. im Jahr durchverdient. Через некоторое время он понимает, что вот есть какая-то сумма, вот выше которой он заработать не может. Nach einer gewissen Zeit versteht er, es gibt diese Summe, diese Grenze, über die er nicht hinauskommen kann. Он может думать, что ему надо больше вкладывать денег, и тогда он расширит свой бизнес. Er kann vielleicht dann denken, er muss mehr investieren, um sein Business wachsen zu lassen. Или может думать, что ему надо больше работать. Oder denkt, vielleicht muss er mehr arbeiten, um mehr Geld dann zu verdienen. Но когда он это делает, часто у него ничего не получается, все равно так и остается. Wenn er das dann macht, dann klappt bei ihm meistens nichts, es bleibt bei dieser gewissen Grenze. Потому что наше внутреннее связано с внешним. Weil unser Inneres mit dem Äußeren verbunden ist. И поэтому сначала внутри должно быть определенное расширение и увеличение уровня концентрации. Deshalb musst du erst im Inneren dieses Ausbreiten, diese Vergrößerung und die Verbesserung der Konzentrationsebene stattfinden. Только тогда во внешнем мире мы можем достигнуть большего. Nur dann können wir in der äußeren Welt mehr erreichen. Например, человек хочет быть здоровым, и он снимает с себя ответственность и перекладывает ответственность на лекарства, на медицину. Zum Beispiel möchte der Mensch gesund werden, aber er legt seine, also die Verantwortung für seine eigene Gesundheit legt er auf irgendwelche Medikamente, auf einen Doktor oder auf die Medizin über. Но когда он идет в глубинную медитацию, он понимает, почему у него возникла болезнь. Wenn er in eine tiefe Meditation geht, versteht er sehr gut, warum er diese Krankheit hat. Практика Живоярги учит нас. Die Praxis des Живоярга lehrt uns, dass каждый из нас рождается с определенным предназначением или тем, что называется дхарма. Und die Живоярга Praxis, das System lehrt uns, dass jeder mit seiner eigenen gewissen Bestimmung hier auf die Erde, auf die Welt kommt. Und diese Bestimmung heißt auf Sanskrit Dharma. И это предназначение, оно записано, оно проявлено в нашей атмической оболочке. Und diese Bestimmung ist
Man kann das vielleicht so umschreiben, niedergeschrieben, sie verwirklicht sich irgendwo auf unserem, auf einer Hülle des Atma oder der Seele. Вот это наше предназначение, оно обязательно проявляется нашими жизненными ценностями, что является для нас ценным, и нашими жизненными мотивами. Und diese Bestimmung, beziehungsweise diese Information, die spiegelt sich in unseren Werten wider und in unseren Motiven, wie wir tatsächlich im Leben handeln und was wir für uns als wertvoll erachten. Например, человек пришел сюда как душа, у него есть предназначение, он хотел и хочет стать художником. Zum Beispiel hat ein Mensch oder beziehungsweise eine Seele reinkarniert hier auf die Erde, deren oder dessen Bestimmung dann ist, ein Künstler zu werden. Поэтому с самого детства он рисует, он ходит на художественные выставки, он изучает живописцев. Deshalb malte selber sehr gerne von seiner Kindheit an. Er besucht verschiedene Ausstellungen und so weiter. Er studiert verschiedene andere Künstler und Maler. Но представим себе, что он родился в семье адвокатов, и его родители заставляют учиться юридическому делу, поступать на юридический факультет. Stellt euch aber vor, der ist in einer Anwältefamilie geboren und die Eltern fordern von ihm, dass er auch praktisch Rechtsanwalt wird, dass er Jura studiert. Родители смеются с того, что он рисует, и говорят, что ты этим себя не прокормишь, ты вот изучи юриспруденцию, у тебя будет фирма, у тебя будет бизнес, у тебя будет все отлично. Und die Eltern nehmen ihn praktisch nicht so wahr, belächeln ihn vielleicht auch dafür und sagen, ja, du kannst ja kein Brot damit verdienen mit deiner Malerei, mach lieber eine Kanzlei auf und werde Rechtsanwalt, dann hast du gutes Geld und kannst gut leben davon. То есть в практике Живаярги считается, что у человека есть тот жизненный путь, который ему суждено пройти. Und in der Praxis des Живаярги gilt es, dass der Mensch seinen gewissen individuellen Weg hat, den er auch begehen muss oder durchgehen muss in diesem Leben. То есть он состоит из кармы и из каких-то жизненных уроков, которые надо пройти. Dieser Weg besteht aus dem Karma und aus gewissen Lebenslektionen, die er beschreiten muss. Но если мы идем путем своего предназначения, мы можем быть счастливы и жить очень долго в гармонии. Und wenn wir den Weg unseres Dharma, unserer Bestimmung gehen, können wir auch sehr lange und sehr glücklich und in Harmonie leben. И вот представим себе, что этот молодой человек себе на логике придумал, что теперь ему надо идти учиться на адвоката. Und stellen wir uns weiterhin vor, dass dieser junge Mann, dieser junge Mensch dann auch auf der Ebene seiner Logik sich denkt, okay, jetzt gehe ich und studiere Jura und werde Rechtsanwalt. Он начинает это делать. Er beginnt es zu tun. Но он идет против как бы своей души и против своих врожденных ценностей. Er geht aber gegen, praktisch gegen seine Seele und gegen seine gegen die Werte, die er seit von der Geburt an in sich trägt. Поэтому целостная энергия жизни жива распадается на жи и ва. Deshalb zerfällt die einheitliche Lebensenergie, das Jiva, in zwei Bereiche, in das Ji und in das Va. Ну, это подобно тому, как энергия распадает, Ци целостная распадается на Инь и Ян. Да? То есть, вот, das ist praktisch wie die Energie Ци oder Чи in das Yin und in das Yang zerfällt. Таким образом, благодаря вот этому распаду, aus diesem Zerfall dieser Energie heraus, als Folge, у него одна часть идет или жи, или ва, идет в бессознательную сферу. Ну, часть этой энергии. Часть этой энергии. Fließt ein Teil dieser Energie, das жи oder das ва, fließt praktisch in sein Unterbewusstsein hinein. А другая часть остается в сознании. Der andere Teil bleibt im Bewusstsein. Вот эта подсознательная, бессознательная часть, она начинает притягивать к человеку людей, события, для того, чтобы соединиться с похожим. Подобное притягивает подобное. Und dieser Teil, der ins Unbewusste fließt, beginnt dann aus dem Unterbewusstsein gewisse Sachen anzuziehen. Menschen, Situationen, Dinge, dem Prinzip nach Gleiches zieht Gleiches an. Например, человек сознательно, он такой агрессивный, а в душе пугливый. В душе кто? А в душе, ну внутри себя, в бессознательном пугливый. Ну такой. А, пугливый, да. Внешне делает... Dass ein anderes Beispiel, ein Mensch praktisch in seinem Bewusstsein sehr aggressiv, sehr wütend ist, in seinem Inneren ist er aber ja so ängstlich oder feige sogar. Но поскольку внутри он пугливый, то он притянет к себе какого-то агрессивного человека, с которым у него может быть конфликт. Weil er aber auch im Inneren sehr ängstlich ist oder feige, wird er einen aggressiven Menschen anziehen, der praktisch, mit dem er in einen Konflikt kommen kann.
Таким образом, распавшаяся энергия внутри нас, она притягивает к нам те или иные ситуации. So zieht diese zerfallene Energie in unserem Inneren die eine oder andere Situation. То есть она притягивает то, чтобы восполнить себя, то есть противоположное. Да. То, что я сейчас еще раз переведу, я не так перевел. Also, nochmal für euch zum Verstehen, ich habe das, glaube ich, ein bisschen falsch übersetzt. Diese zerfallene Energie im Inneren zieht praktisch das Gegenteil an, also um wieder vollkommen zu werden. Also wenn man praktisch in das Unterbewusste, das Feige und das Ängstliche hineinfließt, zieht man das Gegenteil, das Aggressive, das Wütende an. Und es kann sein, dass durch diese Situationen oder Menschen dann Probleme hervortreten. Если мы делаем медитационные практики и внутри себя снимаем этот распад, мы начинаем управлять реальностью. Und wenn wir durch meditative Praktiken diesen Zerfall in unserem Inneren beseitigen bzw. zur Vollkommenheit wieder gehen, beginnen wir auch die Realität um uns herum zu steuern. Если мы этого не делаем, wenn wir das nicht tun, то с человеком случаются негативные ситуации, dann kommen negative Situationen in das Leben des Menschen. Цель которых, чтобы опять подтолкнуть его к тому пути его души, к тому самому лучшему, оптимальному пути его предназначения. Und das Ziel bzw. der Hintergrund dieser negativen Ereignisse, die stoßen ihn praktisch auf den richtigen Weg wieder an oder die stoßen ihn zurück, dass er seinen Lebensweg, sein Karma wiedergibt. Но если человек этого не осознает и продолжает идти каким-то ложным, логически надуманным путем, wenn der Mensch das aber nicht erkennen oder nicht erkennen will und geht seinen falschen praktisch Weg weiter, den er sich auf der logischen Ebene zusammengereimt hat, проблемные ситуации становятся чаще и более жестче. Kommen die Problemsituationen immer öfter und werden immer härter. У него начинают тогда возникать негативные мысли по поводу этого. Er beginnt dann auch negative Gedanken diesbezüglich aufzubauen. Это тоже распавшаяся энергия, которая опускается на уровень эмоций, возникают негативные эмоции. Das ist auch praktisch zerfallene Energie, die sich auf der Ebene der Emotionen niedersinkt. Потом энергия опускается в эфирное тело, и он может чувствовать какой-то дискомфорт на коже. Danach sinkt die Energie weiter bis zu dem ätherischen Körper, dann fühlt er Unbehagen irgendwo auf seiner Haut oder auf seinem Körper. И в конечном итоге, если человек не реагирует, то в теле у него проявляется болезнь. Und wenn der Mensch dann auch wiederum nicht darauf reagiert, tritt es als Krankheit in Erscheinung. Таким образом, любая болезнь, она всегда как бы находится на всех оболочках. Deshalb ist jede Krankheit, die befindet sich praktisch auf jeder Körper und Hülle, also auf den feinstofflichen bis zu der grobstofflichen. Практикуя живаяргу, мы можем снимать распад энергии, благодаря этому оздоравливаться. Und wenn wir das живаярга практизируем, stoppen wir den Zerfall dieser Energie und werden dadurch wieder gesünder. Практикуя медитацию живаярги, мы начинаем управлять своими эмоциями и снимать распад эмоций на своих эмоциональной оболочке. Und wenn wir das живаярга практизируем, lernen wir auch unsere Emotionen kontrollieren. Und beseitigen dadurch den Zerfall dieser Energien auf der emotionalen Ebene. То же самое касается распавшейся энергии на уровне ментальных мыслей. Das Gleiche gilt auch über die zerfallene Energie auf der mentalen Ebene, also praktisch auf der Ebene unserer Gedanken. Потому что если у нас негативные мысли, то мы смотрим на мир как через очки, мы не видим реальности. Мы видим только свои страхи и свои ограничения. Und wenn wir praktisch negative Gedanken haben, sehen wir die Realität nicht. Das ist, als ob wir so eine geschwärzte Brille angezogen haben und sehen nur unsere negativen Gedanken. Особенность практики живоярги, что мы одновременно работаем со всеми оболочками. Und die Besonderheit der Живоярга, des Живоярга-Systems, dass wir gleichzeitig auf allen Ebenen, auf allen Körpern und Hüllen arbeiten. В мире много хороших систем. In der Welt gibt es sehr viele gute Systeme. Но они работают обычно, ну, только с некоторыми оболочками. Die arbeiten aber lediglich nur mit einer gewissen Zahl dieser Körper und Hüllen, praktisch nicht mit allem gleichzeitig. Если мы берем, например, классическую хатха-йогу, wenn wir das klassische Hatha-Yoga nehmen, или берем просто фитнес, oder einfach nur Fitness, то тут идет снятие распавшейся энергии с физического тела во время занятия. Hier lösen wir diesen Zerfall der Energie
auf unserer ja, grobstofflichen Ebene, auf der Ebene des Körpers und der Muskulatur praktisch. Wir beseitigen dort den Zerfall. Если нету работы с энергией, то с высших оболочек как бы энергия ну, не снимается, распад там продолжается. Wenn wir dabei nicht mit unseren Energien arbeiten, kann der Zerfall der Energie praktisch auf dieser ätherischen, energetischen Ebene weiter stattfinden. Если вы практикуете цигун, то вы можете работать и с телом, и даже эфирную оболочку тоже почистить. Und wenn Sie zum Beispiel solche ja, Praktiken machen wie Qigong, könnt ihr praktisch auf die emotionale Ebene auch einwirken und dort diese Körper und Hülle reinigen. Но все равно мы знаем огромнейшее количество мастеров цигун, которые умирали молодыми. Deshalb, nichtsdestotrotz kennen wir auch sehr viele Qigong-Meister, die auch in jungen Jahren gestorben sind. Потому что распавшаяся энергия все равно она идет и опускается, даже если мы чистим только две нижние оболочки, все равно она есть на уровне мысли, на уровне эмоций, и мы идем не путем своего предназначения. Weil diese Energie, die zerfällt schon auf den höheren Ebenen und wenn sie die unteren zwei Ebenen praktisch dort das beseitigt haben, findet es auf den höheren Ebenen der Gedanken und der noch feineren Hüllen passiert trotzdem der Zerfall und die Menschen werden trotzdem krank. Есть люди, которые занимаются расстановками, как-то они выплакивают, проживают эмоции. Es gibt Menschen, die praktisch auch Familienaufstellungen praktizieren, die reinigen ihre emotionale Ebene irgendwo dadurch in diesen Praktiken. Это тоже хорошо. Das ist auch gut. Но распавшаяся энергия у них есть как и в теле, так и в эфирной оболочке и в верхних. Они только эмоциональную прочистили, только астральную. Arbeiten und reinigen praktisch nur den emotionalen oder den Astralkörper, aber auf dem ätherischen Körper, auf den grobstofflichen Körper bleiben die Probleme und praktisch auf den höheren Ebenen auch, wenn sie praktisch nur... Поэтому трудности все равно возвращаются, и трудности возникают, и так человек не получает результата. Wenn sie nur auf der mittleren Ebene arbeiten. Aber die Schwierigkeiten kommen wieder zurück, die Situationen kommen wieder zurück und es nutzt praktisch nur kurzzeitig etwas. Есть еще одна серьезная практика, которая называется NLP. Es gibt noch eine sehr seriöse Praxis, die NLP heißt. То есть она работает вот с нашим сознанием, то есть с нашими картинками нашего ума, мы можем их менять. Там это нейролингвистическое программирование, не знаю, как оно там. Das heißt, das neurolinguistische Programmieren, wir arbeiten praktisch mit unseren Sinnbildern, mit unseren Gedanken. Но все равно на уровне эмоций, на уровне астрала, на уровне физической оболочки распад есть, и поэтому у человека трудности продолжаются. Und wenn man nur dort arbeitet, hat man trotzdem auf der emotionalen, ätherischen und der grobstofflichen Ebene trotzdem diesen Zerfall und man hat seine Probleme auch nicht gänzlich gelöst. Поэтому человеку нужна единая практика, которая помогает ему очищать все оболочки и помогает управлять реальностью. Deshalb braucht oder deshalb wäre es besser, so eine ganzheitliche Praxis zu haben, die mit allen Körpern, die mit allen Ebenen arbeitet, um Probleme zu beseitigen und seine Realität zu steuern. Именно этим и занимается Живаярга. Und damit beschäftigt sich das Живаярга. Если мы говорим о бизнесе, wenn wir über Business, über ein Geschäft sprechen, das wir führen, когда вы чувствуете пространство, например, у вас есть три магазина, и вы чувствуете, что эти три магазина, они как бы внутри вас, и вы чувствуете это пространство. Да? Und wenn Sie zum Beispiel drei Geschäfte haben, also drei spezielle Läden oder drei Niederlassungen, dann trägt ihr das alles in euch, ihr spürt also diese Niederlassungen, diese Zweigstellen irgendwo auch in eurem Inneren. Чувствуя их как часть себя, мы можем ощущать, что где-то есть напряжение и снимать напряжение внутри себя, а в этом магазине будет увеличиваться количество покупателей или он будет более гармоничным для людей. Und wenn wir dann speziell über einen Laden nehmen und den Laden als Beispiel nehmen, Sie nehmen praktisch diese drei Läden wahr, die Ihnen gehören und spüren, dass irgendwo in einem Laden da Probleme gibt, irgendwo Spannungen gibt. Ihr löst diese Spannungen in eurem Inneren auf mit den Praktiken und die Spannung löst sich auf tatsächlich dann in diesem Laden. То есть таким образом мы с помощью практики Живаярги можем решить абсолютно любые вопросы, которые возникают перед человеком. Deshalb können wir mit dem System Живаярга praktisch jede Frage lösen, die im Leben eines Menschen auftauchen kann. Ну, я хочу сказать о том, что в нашей традиции это считалось высшей практикой.
Ich möchte auch noch anmerken, dass in unserer Tradition das als die höchste Praktik galt. И меня ее обучили уже после того, как я уже 20 лет занимался другими практиками. Und man hat mir diese Praktik beigebracht, als ich bereits 20 Jahre andere Sachen praktiziert habe und auch ja, einiges an Erfahrung dadurch hatte. Если бы меня научили раньше, я не совершил много тех ошибок, которые я совершил. Und wenn man mir das früher beigebracht hätte, würde ich nicht diese vielen Fehler machen, die ich dann gemacht habe davor. Но благодаря практике Живаярги я имею хорошее здоровье. Aber dank der Живаярга-Praxis habe ich eine gute Gesundheit. У меня прекрасная жена, хороший дом. Ich habe eine gute Frau, ein gutes Haus. Я строю свой духовный центр, ашрам. Ich baue meinen eigenen Tempel, praktisch mein eigenes spirituelles Zentrum. И несмотря на то, что как бы на Украине сейчас не просто жить, тем не менее, как бы я удерживаю свою реальность, все получается гармонично. Und gesehen davon, dass in der Ukraine gerade die Situation wohl nicht so gut ist, schaffe ich es trotzdem, das praktisch in meinem Inneren zu halten. Und bei mir klappt nichtsdestotrotz alles gut und also wie gesagt, man wächst weiter. Каждый человек может научиться Живаярге. Es kann praktisch jeder das Живаярга erlernen. Если он будет практиковать, он обязательно получает результат. Und wenn das praktiziert, bekommt so oder so ein Resultat, also bekommt mit Sicherheit ein Resultat. У нас есть жизненные трудности, которыми мы годами как бы находимся в жизненных тупиках. Also, ja, viele von uns haben Schwierigkeiten, wo wir uns seit Jahren oder für viele Jahre in dieser einen Schwierigkeit oder in diesem einen Problem befinden. Но когда мы снимаем распавшуюся энергию на своих тонких оболочках, волшебным образом как бы все начинает налаживаться. Und wenn wir praktisch die zerfallene Energie von unseren Körpern und Hüllen lösen, die wieder eins wird, beginnt sich die Realität umzustrukturieren und es wird alles wieder gut. В процессе практики человек становится не просто здоровее, он становится как бы более целостным, более глубоким, более интеллектуальным. Und im Prozess des Praktizierens wird der Mensch nicht nur gesünder, sondern ganzheitlicher, intellektueller und wirkungsvoller praktisch in seinem Leben. Ну, можно сказать, что у него открывается сверхвозможность. Man kann vielleicht sogar behaupten, dass er übersinnliche Fähigkeiten dadurch bekommt. Ну, и тут уже все зависит от того, какую самую высшую цель перед собой ставит человек. Es hängt aber hier auch alles davon ab, welches höhere Ziel sich der Mensch setzt. В нашей традиции самая высшая цель – это просветление и достижение максимальной гармонии недвойственности. Und in unserer Tradition ist das oberste Ziel die Erleuchtung und das Erreichen der Einheit praktisch mit der Schöpfung und der Harmonie mit der Schöpfung, mit dem Universum. Но двигаясь в этом направлении, человек должен решить свои вопросы со здоровьем, со взаимоотношениями, с финансами, то есть чтобы быть действительно успешным человеком. Und wenn der Mensch sich aber in Richtung dieses Ziel bewegt, muss die Fragen lösen, praktisch die Fragen, was seine Beziehung, was sein Einkommen angeht und was seine Gesundheit angeht. Мы критически относимся к мастерам, которые, ну, часто бывает так, что они абсолютно отрекаются от материального мира. Wir sehen Meister sehr kritisch, die sich praktisch von der ganzen Welt lossagen. Потому что у них может начаться ночь души, и их наоборот, как бы маятник жизни бросает в материю, и они еще больше как бы погрязают как бы всяких таких материальных. Also, gesagt, also viele Meister lösen sich von der materiellen Welt oder versuchen sich davon zu lösen, aber die Nacht der Seele beginnt und dann wirft es sie noch mehr und noch stärker in die materielle Welt wie in einen Sumpf, wo sie dann schwer rauskommen können. А ночь души – это как объяснить им лучше? Ну, ну, например, человек 9 лет медитировал в пещере, да, то есть достиг просветления, спустился гор, понимаешь, у него крышу сорвало, и он начал спать со своими ученицами, со всеми подряд. Например, да, возьмите того же самого Махариша Йоги, как бы он же там цеплялся к жене Джона Леннона. So ein praktisch, so ein schwarzer Abschnitt im Leben, und ich habe ja das als die Nacht der Seele wortwörtlich übersetzt, es gab tatsächlich schon Beispiele in der Vergangenheit, wo ein Meister 9 Jahre irgendwo im Kloster meditiert oder alleine auf den Berggipfel irgendwo meditiert und dann kommt er in die Welt zurück und wird dann praktisch zum Rockjäger oder wie soll man da richtig sagen, er kann keiner Frau widerstehen und rennt allen Frauen nach
und versinkt praktisch in diesem Sumpf von Lust und Begierden. Кроме того, кроме пути просветления, мы как бы достигаем в то же время внутреннего психологического взросления. Und wir erreichen auch zusätzlich, indem wir den Weg der Erleuchtung gehen, sind praktisch den Weg des inneren Erwachsenwerdens, also des spirituellen Erwachsenwerdens. Я думаю, что каждый из вас встречался с такими людьми, которые вроде бы взрослые, но ведут себя как дети и не берут ответственность за свою жизнь, за свою семью. И как-то, знаете, вот взрослая женщина, а она как, вот, как девочка себя ведет. Взрослый мужчина, а ведет себя как какой-то пацан безответственный. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch Menschen begegnet seid, die zwar erwachsen sind und praktisch im Ausweis, keine Ahnung, 40, 50 Jahre alt sind, dem Ausweis nach, aber sich wie Kinder verhalten, kindisch verhalten, keine Verantwortung übernehmen, die praktisch in ihrem Inneren, obwohl sie erwachsen sind, viele Jahre alt sind, trotzdem im Inneren nicht reif sind, also kindisch oder kindlich sind, also Frauen, aber auch Männer. Живоярга учит быть здесь и сейчас и реально решать свои жизненные вопросы. Und das Живоярга lehrt uns, im Hier und Jetzt zu sein und real tatsächlich die Fragen, die jetzt heute aktuell sind, zu lösen. То есть она дает человеку внутреннюю силу, вот эту силу концентрации и внутренний стержень. Das schenkt dem Menschen auch diese Kraft, also durch diese Konzentration, die man erreicht, diesen inneren Kern, diese innere Stütze für sich aufzubauen. Я думаю, что многие из вас знают, что надо встать утром, сделать гимнастику, но не всегда вы ее делаете, ну или йогу. Also ich bin mir sicher, dass jeder von euch weiß, dass man in der Früh aufstehen sollte und ja, morgen Gymnastik oder Yoga praktizieren sollte. Я думаю, что многие из вас знают, что вот если больше работать или вот так делать, можно достигнуть большего успеха, но у вас нет внутренней силы себя заставить это делать. Aber nicht jeder macht es. Und ihr wisst auch alle, oder ihr habt immer oft die Gedanken, ich müsste eigentlich das und das noch machen, ich müsste vielleicht mehr arbeiten oder ich müsste in diese Richtung arbeiten, um tatsächlich Erfolg zu erreichen, aber aus welchen Gründen auch immer, macht man das nicht. Практика живоярги, она день за днем, как бы шаг за шагом развивает вот эту внутреннюю силу. Und die Praxis des Живоярги, die verstärkt Tag für Tag diese Kraft, diese praktisch Selbstüberwindung, dass man das praktisch auch, was man weiß, dass man Richtiges tun soll, dass man es auch dann macht letztendlich. И вы действительно начинаете управлять своей жизнью, своей судьбой, но при этом как бы находиться в потоке и чувствовать, что от вас хочет Божественный мир. Und ihr seid tatsächlich dann selbst der Herr eures eigenen Lebens. Ihr seid dann praktisch auch im Fluss, aber spürt gleichzeitig, was der Schöpfer von euch möchte. Ну, как бы, есть книги, которые я по этому поводу писал, как бы мои книги. Ich habe Bücher, die ich darüber, also geschrieben habe. Also sind ja einige Bücher an der Zahl, die Wladimir geschrieben hat und veröffentlicht. Ну, я думаю, как бы мы в общем рассказали, и поэтому, если есть какие-то, может быть, вопросы, вы можете задать эти вопросы. Also jetzt im Großen und Ganzen hat Wladimir das System vorgestellt. Wenn ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr Fragen stellen jetzt in die Runde. Einfach ein Mikrofon an und eine Frage von euch. Пока вы думаете над своими вопросами, ну вот мы планируем, что, возможно, мы организуем занятия раз в неделю, чтобы было поддерживающее занятие, а для начала проведем как бы живой тренинг, где у нас там, в Дрездене или где мы там. Genau, weil Wladimir ist auch heute mit der Idee gekommen, dass wir praktisch für die Leute, die bei ihm ein Seminar besucht haben und die Einweihung bekommen haben, dass wir uns einmal pro Woche online treffen, auch im Weiteren, dass wir uns gegenseitig praktisch ja, stärken, dass man hier Feedback austauschen kann, beziehungsweise von Wladimir die Unterstützung bekommt. Aber wir planen auch in erster Linie ein Präsenzseminar im November bei Dresden. Und für die Leute, für die Gruppe, die dann beim Seminar dabei waren und die Ausbildung mitgemacht haben, für die planen wir praktisch dann so ein ja, wöchentliches Treffen, eine Stunde lang im Online. Тут вопросы есть в чате, in the chat ist eine Frage, gibt es eine deutsche Übersetzung der Bücher? Ну, на немецком переводы какие-то есть этих книг? Ну, есть переводы на немецком. Я могу ответить, weil von der Susanne ist die Frage, wir kennen uns ja eh,
Es gibt ja tatsächlich Übersetzungen der Bücher, aber die hast du, glaube ich, schon bekommen. Also da haben wir Übersetzungen ausgetauscht. Die sind allerdings nicht ganz ja, korrigiert, sage ich mal so. Man müsste das selbst kurz nachrecherchieren, beziehungsweise für gewisse ja, Phrasen oder Absätze sich die Übersetzung, ich sage jetzt mal nicht dazu dichten, sondern ja, besser verstehen, indem man auch die Seminare und andere Lehrveranstaltungen besucht hat. А еще спрашивают, мы про разные уровни говорили, рейки на каком уровне действуют? Ну вот из этих там эмоциональные, эфирные. Ну я думаю, что рейки действует на всех уровнях, да, но вопрос в том, что рейки, оно действует в мире форм. А мы тут выходим еще глубже, как бы в мир без форм. Рейки действует на мире форм, и она действует по принципу того, что надо наполнять, нагнетать. А мы здесь действуем на причинном уровне, чтобы это вообще не произошло. Ja. Das Reiki wirkt praktisch auf sehr vielen Ebenen, aber in allen Ebenen der Form. Und wir gehen praktisch eine Ebene weiter in die Welt der Nicht-Form. Im Reiki ist das Prinzip, dass man etwas auffüllt, praktisch mit Energie auffüllt, quasi forciert. Wir gehen aber auch auf die Ebene, Moment, wir gehen auf die Ebene, auf die Kausalebene, auf die praktisch Ebene der Ursprünge und der Hintergründe und wir lösen das Problem oder Situation, damit sie gar nicht entsteht, damit man praktisch auch sie nicht dann letztendlich auffüllen muss. Более того, часто, знаете, вот как бы вот у нас есть просто система живы, то есть она чем-то, ну, как бы похожа на рейки, да, то есть как бы работа именно конкретно живо, а не живоярго. Wir haben auch, beziehungsweise Wladimir hat ja das System Shiva, also Shiva Heilkunst, das arbeitet ähnlich wie Reiki, aber trotzdem nicht so ganz. Ни Shiva, ни Reiki, глубинные распады энергии все равно не снимают. Weder Shiva noch Reiki kann diesen tiefen inneren Zerfall der Energie nicht beseitigen. Сама энергия этого не делает. Und die Energie von sich selbst macht es ja dann auch nicht. Поэтому нужна определенная медитативная практика, когда можно использовать эту энергию. То есть, владея практикой живоярги, можно использовать живу или можно использовать рейки для того, чтобы снять эту распавшуюся энергию. Но если не знать эту медитацию, не знать, как это делается, то самой энергии этого не снимешь. Он практически может использовать принципы живоярги для того, чтобы использовать, mit Hilfe von Reiki, mit Hilfe von der Shiva-Heilkunst, diesen Zerfall der Energie beseitigt, aber ohne das System, ohne den Ursprung, den das Shiva-Yarga gibt, kann man praktisch diesen Zerfall wenig oder kaum verhindern durch irgendwas. Ну, когда меня спрашивают, как соединяются Shiva и Shiva-Yarga, я говорю, они соединяются как математика и высшая математика. Und wenn man mich fragt, wie man das Shiva, mit, die Shiva-Heilkunst mit dem Shiva-Yarga-System vergleichen kann, das kann man vielleicht so bezeichnen, die Shiva-Heilkunst ist die Mathematik und das Shiva-Yarga ist dann die höhere Mathematik. Und das ist praktisch die andere Stufe. Und was wir speziell im November planen, das ist das Shiva-Yarga-System. Für die Shiva-Heilkunst, da hatten wir drei große Seminare bis jetzt hier in Deutschland. Und aus ja, meinem Wunsch, aus meinem Hintergrund auch heraus, möchte ich auch das Shiva-Yarga hier anbieten in Deutschland. Но Shiva-Yarga является глубинной и серьезной практикой. Знаете, это для серьезных практиков, которые действительно в жизни хотят достигнуть глубокой трансформации, глубоких изменений. Потому что есть люди, которые любят ну, как-то поиграться в эзотерику, знаете, там того, сего. А это вот, ну это не... Путь – это вот ну, то, что дает реальный, качественный результат. Но все надо сделать так, как вот das, требует. Das Shiva-Yarga ist ein System, ein Prinzip für sehr ernsthafte Praktiker, für Praktiker, die praktisch tatsächlich an sich arbeiten wollen, möchten, auch die Kraft haben, tatsächlich in ihrem Leben was ändern wollen. Es ist praktisch nicht für Leute, die sich ein bisschen mit irgendwas spielen möchten oder sich irgendwo spielen möchten oder nicht Leute, die einfach ihre Neugier irgendwo dann praktisch ja, zeigen möchten, wie man das in vielen esoterischen Schulen hat, sondern tatsächlich ein sehr ernsthaftes
System für seriöse Praktiken und Menschen. Очень хорошо медитация Живаярги соединяется вот с йогическими асанами, комплексами. То есть мы делаем там, например, комплекс, но при этом мы делаем медитацию, и мы тогда получаем очень мощный результат. Und sehr gut kann man das mit den Asanas im Yoga verbinden, wenn man praktisch Yoga-Übungen, die Asanas ausführt und sich tatsächlich in der Meditation befindet, beziehungsweise parallel die Jiva-Yarga-Meditation macht, hat man einen sehr, sehr guten, effektive Ergebnisse dann dadurch. Можно использовать и во время плавания, можно использовать во время какого-то циклического бега. Man kann, то есть, ну, такую медитацию или как? Да, можно медитацию использовать для того, чтобы снимать эти распавшуюся энергию во время как бы медитативного бега, во время плавания, там, в сауне, во время массажа. То есть это все, как бы вот соединяя вот эти вот вещи с помощью медитации, мы прорабатываем все оболочки. Man kann praktisch die Jiva-Yarga Meditation während man schwimmt, praktisch die Schwimmübungen macht, praktizieren, den Zerfall der Energie zu verhindern, während man irgendwie so meditatives Laufen ausführt oder ausübt, während einer Massage und so weiter. Das kann man, wie gesagt, bei sehr vielen anderen Prozessen auch mitverwenden, um die Effektivität zu steigern. Вот если сейчас соединиться с нашим общим полем, в нашем общем поле чувствуются зажимы там у многих на уровне груди, низ живота, как бы у кого-то в висках напряжение. То есть... Ну, общее поле участников. Да, общее поле участников. Und wenn wir uns jetzt praktisch, wenn wir das Allgemeinfeld, das energetische Feld der Teilnehmer heute betrachten, wenn wir uns damit verbinden, spürt man, dass einige Menschen Blockaden hier irgendwo unterer Halsbereich hat, Brustkorbbereich hat oder irgendwo im Bauchbereich, denn doch Blockaden hat, die spürbar auch sind. Так, там еще что-то написали снизу. Благодарим за объяснение. Окей, weitere Fragen eurerseits. Окей. Если вопросов нет или... In den Chat die Frage oder Mikrofon an, kurz. Egal zu welchem Thema oder welcher Art. Какие условия нужны человеку, чтобы практиковать Живаяргу? Ну, ему нужен коврик, как бы как вот коврик, йогический коврик и желание утром и вечером, и вот он практикует. Ему особых условий как бы не надо. Also man braucht keine bestimmten Voraussetzungen, man braucht eine Yogamatte dazu, oder irgendwie so ein Teppich und so weiter, eine Unterlage, um das zu praktizieren. Und den Wunsch, sich dann praktisch ja morgens und abends damit zu beschäftigen. Ну, а вот такой базовый, как бы сказать, комплекс или базовое занятие, если вы говорите утром и вечером, это сколько там времени займет? Я сейчас расскажу, как выглядит наше утреннее и вечернее занятие. Wie sieht praktisch die morgendliche und abendliche Übung aus? Also für Leute, die sich dafür interessieren, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. То есть вот, например, мы утром встаем, и мы планируем что-то делать. У нас есть некие планы на день. Zum Beispiel, wir stehen am Morgen auf und haben einen Plan, was wir halt am Tag alles erledigen müssen. Возможно, нам надо встретиться там с какими-то людьми, там сделать какие-то дела. Zum Beispiel, wir müssen uns mit gewissen Leuten treffen, bestimmte Sachen erledigen. Мы можем просто прочитать этот список. Wir können einfach diese Liste lesen. Но одновременно находясь при этом в расширении. Also diese Liste der Aufgaben lesen sind aber tatsächlich dann in diesem Zustand dieses Erweiterns, also dieses Ausbreitens. И вот мы читаем имя какого-то человека. Und wir lesen einen Namen eines gewissen Menschen auf der Liste. И, например, чувствуем напряжение. Und spüren irgendwo eine Anspannung oder Verspannung. И у нас при этом может возникнуть мысль, что то, о чем мы с ним договаривались, как бы может не получиться. Und wir können vielleicht, uns kommt der Gedanke dann dadurch vielleicht, dass etwas, was wir ausgemacht haben mit dieser Person, dass eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass es nicht klappen würde.
Мы идем на коврик. We go on the mat. И начинаем делать, ну это может как бы занять от 15 до 45 минут. Und wir praktizieren dort auf der Matte und das kann 15 bis 45 Minuten in Anspruch nehmen. Мы прорабатываем линию напряжения, когда у нас что-то не получалось. Wir arbeiten praktisch diese Linie der Verspannungen oder der Anspannungen, wo wir vom Gefühl, wo es vom Gefühl hier irgendwas nicht funktioniert hat. Таким образом, внутри нас как бы нету никакого напряжения по поводу этого. Deshalb haben wir in unserem Inneren dann oder bis wir in unserem Inneren keine Anspannung, keine Verspannung, keine Blockaden haben in Bezug zu der Person oder Situation. И к чему это приводит? Und auch also losgelöst sein, also vom Ergebnis, also dass das Ergebnis auch frei passiert und ohne Spannungen und Blockaden. Поскольку энергия внутри нас целостная, мы с этим человеком договариваемся, и все получается гармонично. Und weil wir die Energie in uns in Einheit wiedergebracht haben, also diesen Zerfall aufgelöst haben, die Energie ist eins, gehen wir dann raus und haben eine Absprache mit diesen Menschen oder wie gesagt Verhandlungen mit diesen Menschen oder mit diesen Personen und die laufen dann mit einem Erfolg oder sind von Erfolg gekrönt dann. Противоположный вариант, мы не договорились, у нас ничего не получилось. Eine andere Variante, wir haben uns also nicht absprechen können und es hat nichts geklappt, nichts funktioniert, nichts hat funktioniert. Но мы при этом не нервничаем, мы при этом спокойны и понимаем, что это на самом деле значит нам не нужно, и это хорошо. Und auch in diesem Fall bleiben wir nach der Praxis praktisch ruhig, ohne Emotionen zu empfinden. Wir verstehen ganz klar, dass es halt uns sowieso nichts nutzen würde und dass es auch die richtige Entscheidung war, also aus den Verhandlungen praktisch rauszugehen, ohne was abgeschlossen zu haben. Und потом через некоторое время может оказаться, что этот человек был аферист и что на самом деле, если бы вы с ним договорились, у вас бы пропали деньги, это было бы нехорошо. Und dann stellt er tatsächlich dann in diesem Beispiel vielleicht oder in diesem Fall auch raus, dass ihr nicht, wie gesagt, mit versteckten Karten gespielt habt oder euch um den kleinen Finger wickeln wollte und so weiter und dass es auch gut war, dass ihr mit ihm keinen Vertrag zum Beispiel abgeschlossen habt, weil ihr euch hätte linken können dadurch. То есть наша практика не практика ради практики, а для того, чтобы творить жизнь. Und die Praxis, also unsere Praxis ist nicht die Praxis für die Praxis praktisch, sondern die Praxis um das Leben zu schaffen, zu kreieren. Достигать успеха, развития. Um Erfolg und Entwicklung zu erreichen. И вот, например, как бы прошел день, und в течение дня мы почувствовали какую-то слабость или неуверенность в какой-то ситуации. Der Tag ist dann vergangen, zum Beispiel, und am Abend spürt ihr, eine Situation ist vielleicht nicht so glimpflich verlaufen, ihr habt noch Gedanken oder Ängste oder Sorgen um die eine oder andere Frage. Обычные люди могут не обращать на это внимания. Die Leute schenken dem oft keine Aufmerksamkeit. Но вот этот страх или вот эта какая-то неуверенность, она уже начинает притягивать к человеку какую-то негармоничную ситуацию. Und diese Angst oder Unsicherheit im Inneren beginnt bereits dann, eine unangenehme Situation anzuziehen. Поэтому мы вечером мы находим это ощущение в себе в теле и прорабатываем линию напряжения, связанную с этим ощущением. Und wir setzen uns hin, finden im Körper diese Unwohlstelle, finden diese Blockade und beginnen diese logische Kette nachzuvollziehen, praktisch die Handlungskette und lösen diese Blockade nach und nach auf und lösen diese Situation auf, so dass sie uns nicht mehr bedrückt. Это приводит к тому, что если в следующий раз мы попадем в похожую ситуацию, то мы будем себя чувствовать спокойными и уверенными и сделаем то, что нам надо, а не чувствовать будем себя зажатыми и не достигнем результата. Und das führt auch im Weiteren dazu, wenn wir nochmal eine gleiche oder ähnliche Situation erleben, dass wir diese Situation gelassener begegnen, dass wir dann keine Sorgen empfinden dadurch, keine Unsicherheiten oder Ängste empfinden dadurch, wenn wir die halt im Vorfeld oder so eine ähnliche Situation ja, durchmeditiert, sage ich mal so, haben. То есть, по сути, получается, что с помощью Живаярги мы постоянно расширяем свою зону комфорта. Also mit Hilfe des Живаярга machen wir, also vergrößern wir unsere Komfortzone. А как работает сознание человека? Как только он попадает в стресс, его сознание опускается по оболочках вниз.
А можно еще раз? Я чуть-чуть отвлекся. Смотри, каждый день, когда мы проживаем утреннюю и вечернюю практику, мы, получается, что мы расширяем свою зону комфорта. То есть мы как бы более целостными становимся, и в любую ситуацию, в которую бы мы ни попали, мы чувствуем себя в ней уверенными, гибкими, достигаем успеха, хорошо. И все получается самым лучшим образом. Also, wenn wir praktisch täglich praktizieren, morgen und abend, vergrößern wir unsere Komfortzone, dass praktisch, wenn wir ein Mensch mit kleiner Komfortzone, dem wird gleich unangenehm, irgendwelche Situationen und so weiter, der verspürt eher Schwierigkeit, der verspürt eher Angst und Unsicherheit in gewissen Situationen. Durch die Praxis heraus können wir mehr unterschiedliche Situationen erleben, was für andere Schwierigkeiten bedeutet, können wir dann besser lösen, lockerer lösen, nicht so sehr darauf reagieren praktisch und vielleicht Erfolg und Nutzen sogar rausziehen dadurch. И поэтому, чем дольше мы практикуем, тем больше наша сила концентрации, сила влияния на окружающую реальность, умение чувствовать заранее события и ситуации. Je mehr wir dann praktizieren, desto sicherer werden wir uns und desto besser können wir dann unser eigenes Leben steuern und lenken. И даже если мы попадаем в проблемную ситуацию, мы в ней чувствуем себя легко, расслабленно, и она легко разрешается. Und sogar wenn wir dann in eine Problemsituation gelangen, fühlen wir uns praktisch in der Problemsituation gelassen, locker und können mit einem klaren Kopf richtige Entscheidungen treffen. В конечном итоге жизнь становится не что-то такое страшное, что вокруг нас, и мы не знаем, как ее жить. Letztendlich ist das Leben dann nicht mehr für uns etwas Schreckliches und wir machen uns auch keine Gedanken und Sorgen darüber, wie wir dann in diesem Leben weiter bestehen sollen. Это становится чем-то таким простым, легким, управляемым, который мы вот можем рассмотреть с любых сторон, включить то, что нам надо, выключить то, что нам не надо. Und das Leben wird leicht, einfach und verständlich. Wie gesagt, wir kennen und wissen dann jeden Knopf, wie wir darauf einwirken können, wie wir das ein- und ausschalten können, wie wir positive Nutzen daraus ziehen. Поэтому мы можем, как бы, знаете, вот каждый человек, он пытается внешне как-то выглядеть, что-то делать, а внутри может чувствовать себя там обиженным, слабым, неуверенным, как бы человеком, который не чувствует силы достичь. А тут за счет внутренней проработки у него открываются реальные возможности достигать того, о чем он мечтает. Und ihr kennt vielleicht Menschen, die nach außen Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein ausstrahlen, im Inneren aber diesen Kern nicht haben, diese Unsicherheit im Inneren haben und können so wenig erreichen. Durch das Jivayarga bauen wir diesen inneren Kern, diese innere Stütze, unsere eigene Unterstützung auf, durch die oder aus der heraus wir viel selbstbewusster sind und somit auch viel mehr erreichen können. Особенность Jivayarga в том, что мы не продавливаем реальность, не навязываем ей свою волю, а мы как бы чувствуем поток жизни, и мы гармонично в этом потоке жизни плывем, сонастраиваясь с окружающей реальностью, с божественной волей, с тем, что там хотят и как проявляют себя другие люди. И благодаря этому у нас возникает это состояние счастья, целостности и гармонии. Und noch eine andere Besonderheit beim Jivayarga ist so, dass wir praktisch nicht mit Gewalt, nicht mit Druck etwas verändern, sondern aus einer höheren Ebene heraus alles zu lenken, zu kontrollieren beginnen. Und so bei uns alles leicht, harmonisch praktisch passiert und, ich sag mal so, energetisch umweltschonend. Ohne was zu zerbrechen. Wenn ihr eine seriöse Praktik sucht und auf самом деле у вас есть серьезные жизненные цели, которые вы хотите достичь, я уверен, что с помощью Jivayarga вы сможете это сделать. Und wenn Sie eine gute Praxis suchen oder ein gutes System suchen, mit Hilfe dessen Sie im Leben sehr viel erreichen möchten, werden Sie durch das Jivayarga dieses System gewissermaßen kennenlernen und auch diese Erfolge und die Benefits auch mitnehmen können. У меня есть ученики, то есть человек, у которого не было работы, сегодня он как бы является главой корпорации и у него как бы под его началом много заводов. Ich habe Schüler, die praktisch als sie gekommen sind, keine Arbeit haben. Und jetzt ist der gewisse Schüler, von dem er spricht, Chef oder Manager von vielen Betriebsstätten. У меня есть ученики, которые были замужем уже 5 раз и думали, что они несчастливы, и никогда у них ничего не получится, и что уже как бы они в возрасте, им 60 лет, но тем не менее, прорабатывая внутренние блоки,
Женщина вышла замуж, счастливо, все прекрасно. Oder auch ja, weibliche Schüler, die praktisch eine schon fünfmal verheiratet war und wieder geschieden ist und hätte gedacht, dass sie nie im Leben dieses Eheglück oder Partnerglück wieder haben könnte oder haben kann, obwohl, weil sie auch auf die 60 geht und mit Hilfe der Shiva-Praxis ist jetzt glücklich verheiratet und vereint und alles ist auch in dieser Hinsicht bei ihr wieder gut. Человек может ставить перед собой маленькие цели или великие, но когда у него есть универсальный ключ в виде живоярги, он может этого достичь, если действительно практикует. Also der Mensch kann, wie gesagt, ja, klein sein oder großartig sein. Mit Hilfe dieses Schlüssels mit dem Живоярга kann er seine kleinen und großen Ziele erreichen. Ну, я ставлю перед собой цель просветления, поэтому как бы я не углубляюсь в бизнес или еще какие-то вещи, то есть я иду своим путем. Ученики это уже как каждый как к чему хочет приложить этот инструмент. Und Vladimir sagt, er hat ja seinen eigenen Weg, den spirituellen Weg, den er geht, und er verwendet das Живоярга speziell für seinen spirituellen Weg. Was die Schüler dann tatsächlich in ihrem Leben daraus machen, ob es Business ist, Geschäfte oder Beziehung ist und so weiter, das ist jedem selber überlassen. Aber wie gesagt, spürbar Erfolge gibt es dann, von dem er dann auch erzählt, von denen auch Bescheid weiß. Там вопросы есть, посмотри. Хорошо. Это славянская раджа-йога, которую ты получил, ну, как передача в семейной традиции, можно так сказать. У нас есть цепь ученической преемственности, родение сварожья огнища родового. Also, родение сварожья огнища родового. Огнища родового, genau. Владимир sagt, also, wie diese парампара, also, diese ja, Kette und diese generationsübergreifende Weitergabe von Wissen ist, also in diesem System beziehungsweise in dieser Parampara ist Vladimir. Но дело в том, что мой учитель, он был, ну как бы основополагающим учителем, верховным волхвом, да, родового огнища. И поэтому я с одной стороны вроде бы получил и по, как говорится, по роду, но я получил это проходя испытания и доказывая то, что ну, как бы я более подготовлен, более развит, чем все те претенденты, да, и поэтому я таким образом стал первым волхвом и основополагающим учителем родового огнища. Weil er, Владимир, auch in die Familie hineingeboren ist von einem, ja, der obersten Priester praktisch dieses Systems und nichtsdestotrotz musste er auch gewisse Prüfungen durchgehen, gewisse ja, Sachen, wo man dann eingeweiht wird zum Priester, er hat sich dann bewiesen praktisch als einer der Besten und man schaut jetzt dann nicht unbedingt auf die familiäre Verbindung, obwohl sie dann auch gegeben war damals. Also er hat sich so auch als ein geeigneter Träger dieses Wissens bewährt und hat diese Einweihung auch gekriegt zum obersten Priester. Я прошел полностью традиционную подготовку славянских волхвов, ну или как брахмана в Индии. И поэтому у меня есть, ну как бы знания абсолютно по всему. То есть и по боевому искусству, и по славянской магии, и по родоладу, то есть славянский фэншуй, как бы или вастушастру. Ну, ну вот как бы полный спектр традиционных наук я овладел, и поэтому на сегодняшнее время я выступаю основополагающим учителем. Меня учили с 5 лет, и на сегодняшнее время написано порядка 15 книг об этом. Also sein Unterricht begann schon mit 5 Jahren, und weil zum Priester ausgebildet wurde, trägt auch gewisse Kenntnisse in den slawischen Kampfkünsten in sich, gewisse Kenntnisse auch im slawischen Feng Shui oder Vastashastru, sagt man so auf Sanskrit dazu, das ist praktisch, wie man richtig sein ja, Haus oder Wohnung baut und gestaltet, weil man sich so als Priester in vielen diesen Sphären und Bereichen auskennen muss. Кроме традиционного, у меня два высших образования. Also neben dieser traditionellen hat der auch zwei höhere Abschlüsse, praktisch zwei höhere akademische Abschlüsse. Nein. Okay. Ну, еще по дате спрашивали, ну, когда будет семинар, я сейчас тоже, я им ссылку сразу в чат скинул, чтобы они сразу могли смотреть. Also, ich habe, wer sich für das Seminar im November interessiert, habe ich hier einen Link, praktisch, ich mache das nochmal, ganz unten im Chat ist der Link, wo ihr das Datum findet, beziehungsweise die Uhrzeiten und die Adresse, wo das stattfindet.
und die Gebühr für die Lehranstaltung, für die Lehrveranstaltung praktisch. Ich werde es auch aber nochmal in den Gruppen teilen. Но я ссылка у меня на сайте есть, описание семинара, я еще ссылкой со всеми поделюсь. Еще вопросы там какие-то есть или что? Habt ihr noch Fragen? Но он тут просто не совсем вопросы. А, если у него посвящение... Ну, не совсем конкретно суть вопроса поставлен. Но если у него какие-то есть там другие посвящения, или он что-то... А, ну, кришнаит он, да, в основном. Какие-то могут у него там быть диссонанс или что-то, если он будет этим заниматься? Нет, это, ну, как бы практика светская. Ее можно использовать как светскую, и поэтому там мы можем вообще о Боге не говорить. Поэтому, что бы он там не верил или как бы он не верил, это полностью его право, и поэтому человек, хоть мусульманин, хоть еврей, хоть и кто, может заниматься этим делом, also, в зависимости от мировоззрения. Die живоярга praxis wird, also, das eine stört das andere nicht, weil die Frage war, ob, wenn man jetzt andere Einweihungen hat und zu der Krishna-Bewegung gehört, also das живоярга ist religionsunabhängig, praktisch ist eine, ja, Vladimir sagt so weltliche spirituelle Praxis, also man kann das als Muslim, als Christ praktizieren und also egal welche Weltanschauung man ist, also das hängt den Menschen, den Praktizierenden hängt es nicht an einer Religion oder Gottheit. Oder? Более того, как бы у меня есть посвящение тоже в разных традициях, это никаким образом не мешает, меня признают учителями в разных традициях. Und, und Vladimir hat selber verschiedene Einweihungen aus verschiedenen Kulturen, auch unter anderem aus einer shivaitischen Kultur beziehungsweise in einer shivaitischen Tradition. Und in diesen anderen Kulturen gilt er auch praktisch so als Lehrer. У меня есть шаманские посвящения там от алтайских шаманов. Und er hat auch Einweihungen von den Schamanen aus dem Altai-Gebirge. Там я великий белый шаман. Dort gilt er auch als der große weiße Schamane. Так что не переживайте, все самым лучшим образом. Also keine Sorge, es wird alles sehr gut gehen. Что такое посвящение и какие результаты, допустим, что с этим связано? Следующий вопрос. Когда мы говорим о живоярге, то у нас там нету посвящения, это просто методика и практика медитации. Also, was die Frage der Einweihung betrifft, im Живоярга haben wir keine spezielle Einweihung, das ist eine Methodik von Praxis und von Meditation. Посвящение есть в живе, в практике живе, когда мы раскрываем энергоцентры, чтобы человек больше пропускал через себя энергию. Die Einweihung gibt es bei der Jiva-Heilkunst-Ausbildung, damit gewisse Energiezentren sich öffnen, damit der Praktizierende oder der Heiler dann mehr von der Jiva-Energie durch sich hindurchleiten kann. Ну, и если кого-то интересует в духовном плане, то есть посвящение в славянской традиции, то там каждое посвящение тоже дает определенные права, знания, силы и умения. Но мы сейчас говорим конкретно о практике, поэтому о живоярге, о медитативной практике, чтобы научиться этой практике. Und wenn man noch jetzt ein bisschen ausführt, die Frage der Einweihung gibt es in der slawischen Kultur, die unterschiedlichsten Einweihungen, die dann gewisse Verpflichtungen, Möglichkeiten mit sich führen, also was man, denke ich mal, so ausführen darf und nicht ausführen darf als Priester, welche ja, Pflichten und Aufgaben man dann dabei hat. Wie gesagt, hier beim Живоярга gibt es keine speziellen Einweihungen. Gut. Ну, я думаю, что уже мы достаточно поговорили. Okay. То есть, если есть еще какие-то вопросы. Genau. Eine letzte Frage noch von euch. Wer jetzt noch eine letzte Frage hat zum Datum, bitte den Link. Den Link werde ich auch noch einmal verschicken. Also, das ist schon länger auf meiner Homepage ausgeschrieben. Das Seminar im November, meines Wissens das letzte Wochenende im November. Ich schaue noch mal kurz nach November. Am 27. und 28. November, also jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr, ist in der Nähe von Dresden. Da gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten. Da haben wir auch schon zwei Veranstaltungen gemacht mit Dimitri. Wer da Lust und Interesse hat, ihr könnt euch
noch anmelden natürlich und dann vorbeikommen und dann persönlich mit uns praktizieren und halt zwei volle Tage euch mit Jiva Yoga beschäftigen und viele, viele interessante Sachen erfahren. Буду рад вас видеть на семинаре. Я уверен, что тот, кто пройдет семинар, это будет для него незабываемое действие, которое поможет ему преодолеть любые трудности, которые у него в жизни были, и достигнуть успеха. Ich würde mich freuen, euch beim Seminar begrüßen zu dürfen, euch dort sehen zu dürfen. Wer von euch denn teilnimmt und zum Seminar kommt, ist das sicherlich oder das wird sicherlich ein unvergessliches Erlebnis für jeden bleiben. Und sicherlich wird man damit beginnen, die eigenen Probleme oder Ursachen für die Probleme zu lösen. Хорошо. Все, я думаю, все, тогда прощаемся. Okay. Хорошо, wir verabschieden uns dann langsam für heute. Ich bedanke mich, благодарю. Благодарю вас, желаю вам счастья и успеха. Пусть ваша жизнь будет счастливой, самой лучшей и гармоничной. Genau, Владимир wünscht uns allen Erfolg, Liebe und Gesundheit, dass unser Leben Gesundheit glücklich, erfolgreich bleibt. Und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Ну и до скорых встреч. Да, будем на связи. Окей, bis zum nächsten Mal. Wir bleiben alle im Kontakt. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. 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 Danke. Tschüss.